kannst du vergessen. Deine Klingen prallen an meiner Haut ab, wie Wasser an einer Lotusblüte. Das hast du aber ordentlich versaut. Ich bin ja mehr für Geschichten mit Happy End. Die Geschichten, die Enden deiner Geschichten sind doch immer happy, egal wie es ausgeht. Dann ist es endlich vorbei. Gib das her, jetzt müssen wir uns einen neuen Helden suchen. Einfach die falsche Wahl getroffen. Du darfst doch nicht nach dem Aussehen gehen. Du musst einfach den Helden der Geschichte wählen. Das weiß doch jedes Kind. Wie in der Schule. Immer werde ich zuletzt ins Team gewählt. Oh hey, Nami. Sag, hast du Konis gesehen? Wenn ich dir sage, wo sie ist, müsstest du hier an mir vorbei und mir Wegzoll zahlen. Aber da ich weiß, dass du kein Geld hast und für mein Rätsel ohnehin zu dumm bist, sage ich es dir nicht. Hey, ich bin nicht dumm. Ich habe nur besondere Bedürfnisse. Tja, wenn du es unbedingt probieren möchtest. Ja, das will ich. Nun gut. Was hat am Morgen 4 Beine, zu Mittag 2 und am Abend 3? Also Moment. Morgens, mittags und abends haben eine Gemeinsamkeit. Zu diesen Zeiten gibt es nämlich Essen. Essen ist ein Ort in Deutschland. Und in Deutschland isst man Weißwürste. Würste haben 2 Enden, aber keine Beine. Das kann es also nicht sein. Also zurück zum Essen. Am liebsten esse ich Fleisch. Und Fleisch kommt von Tieren. Wenn man bei Tieren das Tee wegmacht, erhält man Iren. Und Iren kommen aus Schottland. In Schottland tragen die Männer Röcke und die Frauen haben die Hosen an. Hosen sind aus Stoff, genauso wie Drogen. Und Alkohol ist auch eine Droge. Alkohol hinterm Ruder führt zu Unfällen. Und bei Unfällen gibt es Tote. Was kann also sterben? Tiere können nicht sterben, denn die werden zu Fleisch. Also bleibt eigentlich nur noch... Ich hab's, ein Mensch. Das ist schockierenderweise korrekt. Na, sag ich doch. Also wo finde ich nun Konis? Hier entlang, an mir vorbei. Willkommen zurück. Unser Titelverlierer ist nach einem Besuch bei Dr. Oetker wieder vollkommen einsatzfähig. Und der Wettkampf kann weitergehen. Begrüßen Sie mit mir den neuen Herausforderer, Monkey D. Ruffy. Diesmal sind die zu verwendenden Zutaten folgende. Puddingpulver, eine Teleschnecke, eine Knoblauchzehe, Gänseleberpastete und Reiszwecken. Wie immer, 5 Minuten. An die Töpfe, fertig, los! Hallo, ich hätte gerne eine Fleischpizza bestellt mit Fleischbällchen und Fleischsoße, überbacken mit Fleischkäse. Dazu hätte ich bitte gerne extra Fleisch. Außerdem möchte ich einen Fleischsalat. Und zu trinken hätte ich gerne einen Fruchtsaft. Aber ohne Frucht und dafür mit Fleisch. Und wie lange wird das dauern? Was? Das ist ja noch fast ein Monat! So lange warte ich nicht! Sanji, hilf mir!
Sicher nicht. Ich lasse mich nicht schon wieder von einem Tölpel schlagen. Na gut, du bist nicht der Einzige, der mir helfen kann. Willkommen bei Piratauftrag. Falls Sie ihr Schiff gerade sind, drücken Sie die 1. Ist Ihr Glas voll Dreck nicht mehr voll, drücken Sie die 2. Wenn Sie sich gerade in einem Duell befinden, drücken Sie die 3. Ja, das nehme ich. Kann ich für dich tun, Kamerad? Es ist ein Notfall. Ich befinde mich mitten in einem Duell und weiß nicht mehr weiter. Arrrr, beim Klabautermann. Welche Waffen haben Sie zur Verfügung, Spatzfreund? Also, das Vernünftigste sind wohl die Reißzwecken. Arrrr, das sieht aber gar nicht gut aus. Womit hantiert der Gegenüber? Im Moment hält er ein Messer in der Hand. Arrrr, das sind ja aber eindeutige Nachteile, junger Mann. Aber nicht verzagen, gemeinsam schaffen wir das. Was macht die Landratte gerade? Ich sehe es nicht. Er dreht mir gerade den Rücken zu. Sehr gut, er ist also abgelenkt. Schleichen Sie sich nun unauffälligst von hinten an ihn heran. Nehmen Sie die Teleschnecke und heben Sie diese hoch. Und jetzt? Und nun braten Sie ihm einen über. Sag Navi, ich finde Sie... Ich bin fertig. Nun, das riecht ja schon mal ganz gut. Und wie sieht es bei dir aus, Sanji? Schon wieder schlapp gemacht. Dann ist unser Gewinner Ruffy. Du darfst deinen Weg nun fortsetzen. Weg? Ach ja, Konis. Arr, ich liebe meinen Beruf. Ich bin der Torhüter. Bist du der Stürmer? Hä? Also nein. Hä? Dann tut es mir leid. Kein Einlass ohne Keycard. Hä? Es gibt keine Ausnahmen. Auch nicht für dich. Ich habe die strikte Anweisung, hier niemand durchzulassen. Hä? Missy, da bist du ja. Ich hab dich schon überall gesucht. Nicht jetzt, Papa! Aber ich habe mir schon Sorgen gemacht. Komm, gib Papa ein Busserl. Nein, das ist so peinlich. Jetzt stell dich nicht so an. Und wie du wieder ausschaust. Dankeschön, dass Sie mein kleines Missal gefunden haben. Dr. Schlomo Goldenweg, mein Name. Wenn Sie irgendwann einmal einen Kieferorthopäden brauchen, wenden Sie sich an mich. Ich mache Ihnen einen guten Preis. Und jetzt komm, Mama, wart schon. Strandbuggy. Nach dieser langen Reise kam nun auch endlich Ruffy an, Alvias das Schiff an. Ich habe Ihnen schon am Telefon gesagt, dass ich nicht an Ihren Staubsaugern interessiert bin. Hä? Jetzt reicht's aber. Weißt du, wie schwer es ist, Texte für Ruffy zu schreiben, die er sich merken kann? Hey, ich... Seid gefälligst still und verzieht euch! Konis braucht Ruhe! Du hast Konis gefangen! Netter Versuch. Aber darauf werde ich nicht reinfallen. Du wirst sie nie bekommen. Ich werde sie vor dir beschützen. Wenn du sie nicht freiwillig gehen lässt, muss ich sie eben mit Gewalt befreien. Du glaubst doch nicht in etwa, dass deine Angriffe gegen mich ankommen. Die werden an mir anprallen wie Logik an Yaoi-Atoren. Meine Twilight FFs hast du aber alle abonniert, das weiß ich. Ja, aber nur weil Jacob und Edward füreinander bestimmt sind. Team Gay, hooray! Zurück zu dir! Verschwinde! Oder du wirst es bereuen. Nein, du wirst es bereuen, denn ich habe meine Geheimwaffe mitgebracht. Damit werde ich dich besiegen. Die Amazon-Rezensionen besagen beste Wirksamkeit trotz schlechter Story.
Alvira, Essen ist fertig. Kommst du bitte? Ja, Mami. Ups, schreibt man Alvira nicht mit R? Na gut, dann nochmal. L? Gib das her, das ist doch viel zu gefährlich. Erbärmlich. Ich brauche kein blödes Notizbuch, um dich zu besiegen. Falls du dich daran erinnerst, hat Buggy vorher eine Banane gegessen und die Schale einfach so fallen lassen. Du brauchst mir echt nicht jeden Witz zu erklären. Dass ich nicht lache, heißt nicht, dass ich es nicht verstehe. Es ist nur einfach nicht lustig. Danke, Monkey D. Ruffy, aber Prinzessin Peach ist in einem anderen Schloss. Für sicher. Aber halt, eigentlich bin ich wegen Konis hier. Alvira, wo bleibst du? Wir wollten uns doch noch den Nägel lackieren. Bist du für Pretty Woman oder Nothing Hill? Alvira? Alvira! Hi, Ruffy! Aber Alvira, wir hatten doch noch so viel vor. Was ist denn jetzt aus Paris? Aus all unseren Plänen, Träumen und Hoffnungen? Meine ganze Crew ist K.O., mir ist langweilig und ich habe Hunger. Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Alvira! Ende gut, alles gut. Du hältst dich wohl für ganz besonders lustig. Es gibt nur ein Problem, du bist es nicht. Hör mir zu und lerne. Es waren einmal vor einer langen Zeit auf einer weit entfernten Insel namens Hiername der Con einfügen. Ein paar der gefürchtetsten, intelligentesten, tollkühnsten, bis an die Zähne bewaffneten, von Testosteron nur so strotzendsten, bärtigsten, ungewaschensten, tabakkauendsten, piratensten. Piraten der Grand Line. Was? Meine Schminke ist verronnen. Sie wurden soeben von einer noch gefährlicheren Crew besiegt und ihr Schiff wurde dabei vollkommen zerstört. Die Crew des gefürchteten Captain Lysop. Nein, die Crew des gefürchteten Captain Blaubeer. Mit letzter Kraft erreichten sie das Ufer, wimmernd und voller Schmerz. Wimmernd. Wimmernd lagen sie am Strand im Sand. Das war wohl wieder ein Schuss in den Ofen. Wohl eher in unser Schiff. Einer? Und jetzt? Ich habe Hunger. Wir brauchen was zu essen. Essen bezahlt man mit Geld. Geld erhält man im Austausch gegen Waren und Dienstleistungen. Aber wir haben keine Waren. Wir brauchen eine Dienstleistung. Arbeit ist eine Dienstleistung. Also sollte jemand von uns arbeiten gehen? Du solltest arbeiten gehen. Sie sollte arbeiten gehen. Ja, sie sollte arbeiten gehen. Wer ist dafür, dass sie arbeiten geht? Und wo finden wir Arbeit? Ja, das.